Servus zusammen. Die Blockhelden, habt ihr mitbekommen, sind unterwegs auf Mallorca. Ich glaube, das Panorama spricht ein bisschen für sich. Und ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit, euch ein bisschen was über unsere Handcremes zu erzählen, die wir im Shop haben. Wir sind zum Klettern hier, deswegen brauchen wir definitiv auch Handcremes. Die ersten offenen Stellen habe ich schon. Deswegen, ich stelle euch einfach mal die verschiedenen Produkte vor, die wir aktuell im Laden haben. Und fange einfach mal mit Manox an. Manox gibt es in drei unterschiedlichen Varianten. Und wichtig ist, die sind abgestuft in Pflegestufen. Wir haben hier die schnell einziehende, super praktisch, wenn ihr einfach mal zwischendurch ein bisschen cremen wollt. Zieht super schnell ein. Man kann einfach hier mit der Sprühdose drauf gehen. Verteilt sich dann auch super schnell. Zieht super schnell ein. Am Anfang schaut es ein bisschen fettig aus, aber das gibt sich mit der Zeit super schnell. Und das Beste daran ist einfach, es riecht hammergeil. Es gibt kein Produkt, das geiler riecht. Dasselbe gilt für dieses Manox-Produkt, das Handbalsam. Das schaut so aus. Und zwar ist es da so, dass es wesentlich stärker pflegt. Das heißt, wenn du offene Stellen hast oder was weiß ich, dann hilft es dir wesentlich schneller, aber danach kannst du erstmal eine halbe Stunde nichts anfassen. Aber auch das riecht einfach hammergeil. Dann haben wir Climb Skin. Mit Climb Skin habe ich selber ehrlich gesagt nicht so Erfahrung. Climb Skin schaut so aus, ist auch eine Creme, ist eine spanische Marke, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja. Kann ich nicht viel zu sagen, ich werde es die Tage mal testen und dann checken wir das einfach mal aus. Also es fühlt sich ziemlich geil an, es riecht auch ziemlich geil. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie es pflegt, ob es schnell einzieht oder nicht, das muss man einfach mal sehen. Mein persönlicher Favorit ist aber Kletterretter. Liegt einfach daran, ich glaube, das ist die erste Handcreme, die ich benutzt habe nach dem Klettern. Deswegen, weiß nicht, vielleicht ist es so ein bisschen Nostalgiefaktor oder so. Ich finde, es ist eine ganz gute Mischung zwischen pflegend und schnell einziehend. Es ist nicht so fettig danach. Es ist einfach eine Tube, wie man es kennt, einfach eine normale Handcreme. Ist weiß. Ich mag den Geruch persönlich sehr gerne. Es gibt ein paar Leute, die sagen, mögen es nicht so. Aber ich mag es schon sehr. Auch Kletterretter fettet ein bisschen. Also da, wie gesagt, es ist so eine Mischung. Ich würde sagen, es ist so ein Mittelding. Meine Hände schauen jetzt natürlich super fettig aus, weil ich jetzt gerade 5 Sachen drauf schmier. Was wir dann noch haben, ist Climbon. Climbon schaut ein bisschen anders aus. Das ist so ein Wachsball. Viele formen sich das zur Kugel, um es sich aufzutragen. Manche reißen sich so Stücke ab, um das aufzutragen. Climbon, würde ich sagen, ist so die Wunderwaffe, wenn du offene Stellen hast. Wenn du jetzt halt hier einen Flapper hast, dann packst du das da über Nacht drauf und es ist am nächsten Tag super gut. Also rettet dir auf jeden Fall ein, zwei Tage, wo du dann noch klettern kannst. All die Produkte, diese 5 Produkte, haben wir bei uns aktuell im Shop. Von Manox haben wir auch noch eine dritte Variante da, die so eine Mischung ist aus schnell einziehend und Handbalsam. Probiert es einfach mal aus, checkt es mal aus und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach oder kommt bei uns vorbei.